denke immer, was mir am wirklich spürbarsten ist, ist der Kühleffekt von Fassadenbegrünung. Jeder kennt es, wenn du im Sommer im Wald spazieren gehst, da ist es wirklich super auszuhalten, das Grün verdunstet Wasser. Also als kleines Beispiel. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du vorbeischaust. Mein Name ist Christina Ewisch und hier auf dem Kanal dreht sich alles rund ums gesunde und urenkeltaugliche Bauen. Das heißt, wir schauen, wie wir Architektur so gestalten können, dass sie gut für uns Menschen ist, gut für die Umwelt und möglichst langlebig. Und heute habe ich wieder einen spannenden Gesprächspartner mitgebracht, denn wir werden darüber sprechen, wie wir die Architektur zusätzlich so gestalten können, dass sie sich noch mehr positiv auswirkt. Und dabei reden wir gar nicht über konkrete Baumaterialien, denn es wird heute um Fassadengrün gehen. Mein Gast wird uns dann gleich erklären, was das Tolle an Fassadengrün ist, was der Mehrwert für uns ist, für das Mikroklima der Städte und vielleicht auch für die Umwelt. Also sei gespannt. Und jetzt sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen, Jonathan Müller von Helix. Hallo. Hallo Christina, freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, was ist denn deine, wo kommst du her, was ist deine Motivation, dass du als Architekt quasi jetzt sagst, hey, ich mache jetzt Fassadengrün? Oh, das ist eine lange Geschichte. Also ich würde sagen, ich wollte immer Architekt werden, habe ich dann Architektur studiert und habe dann aber gemerkt, dass mein Vater, der Gärtner ist, und ich immer mehr Überschneidungspunkte hatten in unserer Arbeit. Wir beide dachten irgendwie, hey, das Grün kann viel mehr als nur hübsch auszusehen. Wir haben uns immer wieder grüne Gebäude angeschaut, privat, in Semesterferien, als ich noch studiert hatte. Und irgendwie haben wir so ein bisschen gemerkt, warte mal, da kommen doch gerade zwei Dinge zusammen, die unsere Expertise darstellen. Er als Gärtnermeister, ich als Architekt. Wir müssten uns doch eigentlich wunderbar mit Fassadenbegrünung beschäftigen können. Und Stück für Stück ist das so ein bisschen zusammengewachsen. Und mittlerweile, und das hättest du mich jetzt vor 10 Jahren auch mal fragen sollen, wie ich damals noch drüber gedacht habe, aber mittlerweile denke ich, dass das Bauen und Grün wunderbar zusammenpasst. Also das sind zwei Themen, die so gar nicht voneinander weit weg sind. Und mittlerweile wissen wir aber auch, was Fassadenbegrünung für Vorteile für das Gebäude und für das Mikroklima am Gebäude bringt. Und jetzt bin ich voll davon überzeugt, dass das Grün ein wirklich wichtiger Bestandteil jeder Planung sein sollte und könnte. Motiviert mich jeden Tag zu sehen, einfach, hey, was kann Grün eigentlich für unsere Architektur in unseren Städten bringen? Und deswegen mache ich das, was ich tue. Ja. Ja, ziemlich cool. Ich freue mich, dass ihr da zusammen losgegangen seid. Erzähl uns doch mal, was ist denn jetzt der konkrete Mehrwert von Fassadengrün? Da gibt es ganze Literatur drüber. Ich denke immer, was mir am wirklich spürbarsten ist, ist der Kühleffekt von Fassadenbegrünung. Jeder kennt es, wenn du im Sommer im Wald spazieren gehst, da ist es wirklich super auszuhalten. Das Grün verschattet, das Grün verdunstet Wasser. Also als kleines Beispiel, die Gärtnerinnen und Gärtnerkollegen bei mir im Unternehmen haben mir mal als Architekt beigebracht, eine Pflanze braucht quasi 5 bis 10% von dem Wasser, dem wir zum Gießen geben. Der Rest wird einfach verdunstet. Das heißt, das ist eine pure Kühlleistung, die direkt die Pflanze abgibt. Und das ist so cool spürbar, vor allem im Wald. Da merkt man das, wie kühl das im Sommer ist. Aber wenn man im Sommer auch mal vor einer versiegelten Fläche, vor einer Fassadenbegrünung steht, dann merkt man erstmal, warte mal, hier herrscht ein ganz anderes Klima an der Wand. Also einerseits kühlt es das Gebäude selbst, die Fassadenbegrünung schützt auch das Gebäude. Ganz viele Architektinnen und Architekten haben immer Angst davor, dass die Pflanze natürlich die Fassade kaputt macht, aber das ist technisch so weit getrennt, dass da eigentlich wie eine weitere Schutzschicht vor dem Gebäude herrscht mit dem Fassadengrün und somit die Fassade gar nicht der UV-Strahlung ausgegeben ist. Im Winter merkt man auch einen Dämmeffekt und der ist jetzt wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Es gibt zwar Studien, die sagen, du kannst bis zu 2 Zentimeter Dämmung einsparen, wenn du eine Fassadenbegrünung vorm Haus hast. Da würde ich mich jetzt nicht drauf festkrallen lassen, aber es ist wirklich so, wenn wir mal im Winter hinter so eine Fassadenbegrünung fassen, dann merkt man, es ist einfach nicht so kalt wie die Außenluft davor. Wir bringen Biodiversität zurück in die Stadt. Es sind Lebensräume bei uns in den Fassaden. Da nisten Vögel, Spinnen, Kleintiere, Insekten. Da wuselt es im Frühjahr, wenn die Bienen an den Blüten sind. Das ist wirklich beeindruckend, was für eine Lautstärke das auch macht, die Insekten. Das muss man wollen. Es gibt Menschen, die haben gar keine Lust auf Insekten. Ich persönlich glaube daran, dass, ich sag mal, neben dieser Klimakrise, die da ist, wird es auch eine Biodiversitätskrise geben als Folge davon. Und auch da liefert Fassadenbegrünung einfach ein Habitat für Kleinsttiere.
ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Die Ästhetik, also sind wir mal ehrlich, eine verputzte Wand, die haben wir jetzt alle tot gesehen. Ein grüner Garten, der am Gebäude sich hochbahnt, das ist einfach beeindruckend, da möchte man hinschauen. Wir haben auch Kunden, die nutzen das als Eingangsbereiche, um einfach zu sagen, hey, schau mal, fühl dich wohl im Wartebereich. Man kann da wirklich toll mitgestalten, jetzt mal auf einer rein ästhetischen Ebene. Und ich als Architekt brenne dafür, dass es einfach Fassadenbegrünung nicht nur da einfach wie so ein Bilderrahmen an eine Wand geplatzt wird, sondern dass die Architektinnen und Architekten damit entwerfen. Und plötzlich kann ich gebaute Strukturen auch grün machen. Es gibt ganz abgefahrene Themen, wo selbst eine Baustruktur, also die Statik über einen Baum zum Beispiel, gemacht wird. Das nennt sich Baubotanik. Also es gibt so viele Felder, wo die Architektinnen und Architekten mit Grün eigentlich entwerfen könnten und sollten. Und das schafft grünere, lebenswertere Städte. Also ich bin tiefst davon überzeugt, dass wir Menschen mit Grün, mit Natur eine Verbundenheit haben, die auf irgendeiner Ebene stattfindet, die ich nicht verstehe, rein psychologisch. Aber wir Menschen, wir altern besser, wir heilen besser, wir alles, wenn wir eine Umgebung haben, wo Grün stattfindet. Und da kann Fassadenbegrünung dort zum Einsatz kommen, wo eben keine Bäume mehr gepflanzt werden können. Weil das ist auch ganz klar so, wenn man Baum pflanzen kann, dann bin ich absolut davon überzeugt, sollte man das auch tun und erst dann an die Fassaden gehen, wenn es wirklich keinen Platz gibt in diesen verdichteten Städten. Ja, jetzt hast du ja schon einige Vorteile genannt, was ich gerne noch ergänzen würde. Und ich hoffe, da gibst du mir recht. Das ist ja auch das Schöne, dass die Pflanzen Kohlenstoffdioxid nehmen und in Sauerstoff wandeln können. Wertvoll für uns. Und zeitgleich gibt es doch auch eine Schadstoff- oder eine Feinstaubreinigung der Luft, oder? Sehe ich das falsch? Das ist richtig. Da gibt es manche Pflanzen, die mehr können als andere. Mein Vater, der mit mir das Unternehmen ja führt, der ist so ein bisschen Research und Forschung unterwegs, ich eher im Tagesgeschäft. Und wir sind in mehreren Forschungsprojekten gerade, wo es genau darum geht. Also zum Beispiel haben wir mit Moosen mal geforscht, die eine extrem hohe Blattoberfläche haben. Ich glaube Faktor 50 oder sowas Absurdes. Und bei Moosen ist es tatsächlich so, die nehmen diese Feinstaubpartikel in der Luft auf. Und verstoffwechseln die. Also ein Efeu zum Beispiel nimmt auch ein Feinstoffblatt. Oh, jetzt, ich bewege mich auf ganz dünnem Eis. Aber Efeu, so habe ich das mitgekriegt, nimmt auch Feinstoffpartikel auf, aber die schwemmt es dann nur runter bei einem Regen zum Beispiel. Aber Moose, die snacken die wirklich auf und verarbeiten die. Also Pflanzen können ganz viel und klar, Sauerstoffproduktion, das setzt sich alles vorgesetzt und das ist ja klar, der Photosyntheseprozess ist extrem wichtig, aber da gibt es ganz viele Vorteile. Und wir sprechen da immer von Ökosystemleistung. Also was kann eigentlich so eine Pflanze, was kann so eine Fassade, was kann ein Baum? Und Ökosystemleistung ist für mich so ein Thema, das wird die nächsten 10 Jahre ganz groß diskutiert werden, weil wir bewegen uns gerade weg von einer rein ästhetischen Fassadenbegrünung, das hübsch aussieht, hin zu einer wirklich leistenden Fassade, die wie eine PV, eine Photovoltaikfassade einfach einen Mehrwert bringt. Und da passiert gerade ganz viel auf Forschungsebene ganz viel Spannendes, wo wir auch als Unternehmen in Zukunft nicht nur profitieren werden, aber eine viel bessere Argumentationskette haben, um eben mehr Grün in die Städte zu kriegen. Ja, toll. Kannst du da schon so einen ersten Ausblick geben, was jetzt der Mehrwert sein wird? Also ihr werdet jetzt sicher kein Strom generieren mit der Fassade, oder? Aber der Mehrwert wird dann woanders stehen. Es sind genau die Themen, die wir angesprochen haben. Also, was ist eigentlich wert? Wenn wir Sauerstoff produzieren. Also natürlich, Strom ist super monetarisierbar. Man versteht, ey, so und so viel Kilowatt Strom gleich so und so viel Geld. Aber warum kann ich also das ist jetzt vielleicht ein bisschen Fiktion und was von dem wir träumen, aber warum kann nicht das Leistende einer Fassade auch also monetarisiert werden? Wenn jetzt ein größerer Konzern, in deren Corporate Social Responsibility Berichten, die sie ja machen müssen, ein CSR-Bericht, da könnte doch auch drinstehen, hey, unser Unternehmen produziert so und so viel Tonnen Sauerstoff jedes Jahr durch Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Stadtgrün, irgendwie so. Und keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwann mal Geld wert. Warum ist es, oder vielleicht ist es irgendwann mal Geld wert, wenn man Biodiversität in die Stadt bringt? Also wir haben ein Forschungsprojekt mit der Uni Stuttgart. Da untersuchen wir gerade den Biodiversitätswert einer Fassade. Da werden Bienen gezählt, da wird jede Distel, jeder Löwenzahn einfach mal an der Fassade gelassen und jetzt nicht rausgepickt, weil es nicht gut aussieht, um einfach mal zu gucken, wie viel Lebensraum für Tiere entsteht denn da. Und das fällt da alles drunter, Ökosystemleistung oder ein Kühleffekt. Es ist nachweisbar, der Temperaturunterschied einer verputzten Fassade und einer grünen Fassade ist weniger dieser
also die weniger der Abstrahlwert der Wärme bzw. der Kühle, sondern eher Flächen heizen sich jetzt gar nicht so auf wie jetzt versiegelte Flächen. Und das ist total spannend, was da passiert und vielleicht, wie das auch mal eine politische Entscheidung wird, dass gewisse Unternehmen sowas einfach vorzeigen oder leisten müssen. Und dafür ist die Fassadenbekühlung hervorragend. Aber es ist natürlich noch so soft und so nicht ganz greifbar. Deswegen gibt es jetzt so viele Forschungsprojekte, um einfach zu gucken, was passiert da. Und wenn die Zahlen mal da sind, und da reden wir von wenigen Jahren, bis wir die haben, dann schaut man erstmal, okay, was kann da eigentlich damit angefangen werden? Das ist ja toll mit den Forschungsprojekten. Also wenn da konkrete Zahlen da sind, wenn es da mal eine Auswertung gibt, rufst du an, dann machen wir nochmal ein Interview. Tät mich wahnsinnig interessieren und ich glaube, die Zuschauer auch. Eine Sache, die mir immer durch den Kopf ging, fällt mir gerade ein zum Thema Zahlen. Ich stelle mir vor, wenn ich so eine grüne Fassade habe oder angenommen, ich habe eine Firmenzentrale mit einem Innenhof und das ist alles begrünt und es gibt vielleicht noch so einen Mitarbeitergarten, dann macht das ja auch was mit den Mitarbeitern. Das kann man vielleicht in erster Instanz nicht in Zahlen abbilden. Aber wenn ich zum Beispiel den Vergleich habe, Firmenzentrale vor Umzug, Firmenzentrale nach Umzug in das Gebäude mit all diesen begrünten Flächen und dann sehe ich, boah, krass, die Mitarbeiter, die können in ihrer Pause so gut erholen, weil die da irgendwie sich noch vertun können, vielleicht ihr eigenes Gemüse noch für einen Snack aus dem Mitarbeitergarten holen können, dann diese, wie du gesagt hast, Aufenthaltsqualität durch die Augen, das Grün wirkt beruhigend, die Psyche sättelt sich und dann gehen die irgendwie wieder hochmotiviert an ihre Arbeit. Und man könnte das vergleichen und sagen, ey, die Mitarbeiter sind in gleicher Arbeitszeit, aber 20% produktiver, dann bedeutet das ja auch für den Unternehmer hinten raus, dass er damit Geld spart oder Geld verdient. Und da habe ich mich gefragt, ob es da vielleicht sogar Zahlen zu gibt. Und wenn nicht, dann würde ich hier gerne einen Impuls setzen. Vielleicht gibt es dazu mal eine Untersuchung, weil ich glaube, das bildet sich auf jeden Fall ab oder es hat auf jeden Fall einen Mehrwert. Wie siehst du das? Ich bin da voll bei dir. Du siehst in unserem Hintergrund, ich sitze gerade im Büro bei Helix. Wir haben ganz bewusst ganz viele Zimmerpflanzen einfach im Büro vollgestellt. Das macht was mit der Psychologie der Leute. Die sind gerne hier. Wir reden alle gerade über Homeoffice, aber wir haben uns so ein schönes Büro und so ein grünes Büro gebaut, dass die Leute gar keine Lust haben, im Homeoffice zu sein, sondern sehr gerne ins Büro kommen. Und als Unternehmer ist es natürlich ein totaler Mehrwert zu sagen, okay, grün schafft das, ja. Und Zahlen habe ich da nicht. Ich habe aber mal eine ganz spannende Untersuchung gesehen von einem bekannten oder befreundeten Unternehmen aus England, die auch im Innenraum in der Begrünung tätig sind. Also wir haben uns ausschließlich auf die Außenfassade konzentriert. Und die haben am Flughafen London Heathrow einen fensterlosen Raum, ein Gate, einen Warteraum, wo man eben, keine Ahnung, die halbe Stunde bevor der Flug geht, wartet. Haben die untersucht mit so einer, du kennst doch diese komischen Knöpfe zwischen zufrieden und gar nicht zufrieden, wo man gerne mal gefragt wird, wie war dein Aufenthalt, keine Ahnung, in dem und dem Kiosk, der und der Toilette, in dem und dem Warteraum. Und dann kannst du einfach so eine Rückmeldung geben. Und die haben eine Untersuchung gemacht, bevor sie diesen Raum komplett innen begrünt haben. Und die Resonanz war halt, Leute haben sich so viel wohler gefühlt beim Warten, weil einfach Fassadenbegrünung im Innenraum stattgefunden hat. Und es macht komplett Sinn. Das verstehe ich ja auch. Ein kahler, weißer, kalter Raum. Oder halt eine grüne Oase. Natürlich will ich im Grünen sitzen. Also da gibt es bestimmt Auswertungen auf großer Ebene und das ist ganz, ganz essentiell. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist, dass Grün für uns positiv wirkt, so wie du gesagt hast. Wir entspannen uns eher. Es ist natürlich auch gerade ein extremer Hype, was Grün angeht. Also wenn ich meinem Vater immer sage, dass eine Monstera, die ja jeder kennt mittlerweile, gerade wieder in ist, sagt er, das kann er nicht sich glauben. In den 80er Jahren war das also die schlimmste Pflanze, die jeder ganz furchtbar findet. Und wir jungen Menschen haben jetzt wieder voll Lust, in unseren Altbau-Lofts die Monstera reinzustellen. Also das macht einen riesen Unterschied. Grün ist gerade extrem angesagt. Aber auch zu Recht, meiner Meinung nach. Das ist ein Trend, der Natur gibt es schon immer. Das ist jetzt nichts, was in den nächsten Jahren wieder weg ist. Da kommen wir her, da sind wir Teil davon und deswegen bleibt Grün auch so relevant für unseren Alltag. Wundervoll. Ich gucke auch gerade hier, wenn ich an meiner Kamera vorbeigucke, auf so eine Monsterreise. Also ich kann das bestätigen. Erzähl uns doch jetzt mal, welche Lösungen, lass mal auf die jetzt die Fassade gehen, jetzt haben wir von drin gesprochen, welche Lösungen gibt es denn da jetzt konkret? Also wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn jetzt ein Architekt denkt, boah, jetzt habe ich die Pflanze, jeder kennt ja diesen Wein, ne, der sich an der Fassade festkrallt, die Fassade eigentlich kaputt macht. Also wie kann man jetzt die Angst dem Architekt nehmen, welche Lösung gibt es und wo macht Fassadenbegrünung wirklich Sinn und wo eben eigentlich nicht?
man kann es eigentlich in zwei Punkte unterteilen. Es gibt eine bodengebundene Begrünung und eine wandgebundene Begrünung. Jeder wilde Wein, der irgendwo hochwächst, ist prinzipiell schon eine bodengebundene Begrünung, aber die wächst ja frei am Gebäude hoch. Und Unternehmen wie wir versuchen das quasi zu vermeiden, dass eine frei wachsende Pflanze ohne Kontrolle, sage ich mal, einfach in ein Gebäude hochgeht. Wie schafft man das, dass das funktioniert? Indem man die Pflanze wegnimmt von der Fassade. Das heißt, ein Seil spannt, ein Edelstahlseil, ein Edelstahlnetz, eine Ranghilfe. Also die Pflanze möchte natürlich nach oben. Und dann muss man jetzt eine Gegebenheit schaffen über eine Kletterhilfe, dass das eben nicht am Gebäude selbst, sondern ein Stück weiter vor, 20 Zentimeter vor dem Gebäude stattfindet. Und dann hat man das Ganze, den ganzen Vorteil von diesem grünen, von dieser grünen Wand am Gebäude. Es ist ein bisschen so Henne-oder-Ei-Prinzip. Entweder man guckt sich erst die Art der Kletterhilfe an und sucht dann die passende Pflanze, oder die passende Pflanze braucht einfach noch eine Kletterhilfe. Also jetzt wird es sehr botanisch. Es gibt Schlingpflanzen, die wollen einfach Struktur, also einfach nach oben an einem Seil sich hochschlingen. Und dann gibt es Pflanzen, die brauchen Knotenpunkte von Netzen. Es gibt Spreizklimmer, es gibt verschiedene Pflanzen und die passende Kletterhilfe. Und da sind wir als Unternehmen tätig, zu sagen, okay, lieber Kunde, das und das ist möglich. Wie stellst du dir das Bild vor? Die Architektinnen und Architekten haben natürlich immer eine Gestaltung im Kopf und wir gucken dann, wie das sich umsetzen lässt. Man muss immer gucken, ist dahinter eine verputzte Wand oder ist es zum Beispiel ein Parkhaus, das einfach offen ist, wo nichts dahinter ist, was man dann super mit Netzen zum Beispiel bespielen kann. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um bodengebunden zu begrünen. Und der Begriff bodengebunden ergibt sich selbst. Man pflanzt die Pflanze einfach in die Erde. Das ist super, das ist eins aller einfachste, das ist das kosteneffizienteste. Das Problem ist nur, dass man ganz oft natürlich keinen Bodenanschluss hat. Die Gebäude, weißt du ja, die Baufelder werden immer knapper. Das heißt, die gehen immer mehr an versiegelte Flächen ran, was ja auch okay ist. Und plötzlich hat man gar keinen Bodenzugang für die Pflanze. Und das löst man, indem man zum Beispiel einen Aluminiumkübel mit Substrat füllt und die Pflanze daraus wachsen lässt. Und dann hat man plötzlich auch die Möglichkeit, diesen Kübel nicht einfach nur auf den Boden zu stellen, sondern wie an einem Parkhaus in den dritten Stock zu hängen und dann wächst die Pflanze da draus. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit einer Pflanze, mit einer klassischen Kletterpflanze zu arbeiten. Bodengebundene Begrünung. Und jetzt der andere Teil, das nennt sich wandgebundene Begrünung. Da wächst die Pflanze aus der Wand raus. In architektonischen Begriffen ist es eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Also es braucht eine Unterkonstruktion an der Betonwand zum Beispiel. Und da drauf schrauben wir dann bepflanzte Grünpaneele eigentlich, wie eine Fassade. Und da kann man dann richtig gestalten im Sinne eines vertikalen Gartens. Also da lege ich dann wirklich Flächen an mit Mustern, mit Blühelementen, weil ich da eine viel größere Auswahl an Pflanzen habe. Also ich brauche nicht nur Kletterpflanzen, sondern Gräser, Stauden, Gehölze, alles Mögliche kann man da einsetzen. Bitte was? Du hast Stauden gesagt. Also was echt, also eine Staude ist für mich ja was völligeres als mal so ein kleines Moos oder so eine kleine Rankpflanze. Das ist wirklich beeindruckend, was man da alles an die Wand kriegt. Also wir haben teilweise Bergenien, die Riesenblätter machen. Man kann mit Heuchera arbeiten, man kann mit Lavendel arbeiten. Wir nutzen immer noch Grünanteile, wie zum Beispiel vom Efeu, um einfach so ein Grundgrün, so ein Grundrauschen zu schaffen, dass es dann auch im Winter besser aussieht, wenn die verblühten Elemente rausgenommen werden. Also da hat man plötzlich die Möglichkeit zu gestalten, wie in der Horizontalen, nur eben in der Vertikalen. Und das System ist so aufgebaut, dass es komplett von der Bausubstanz selbst getrennt ist, dass da eine Hinterlüftungsebene gibt, dann eine Trägerplatte und alles, was mit Wasser zu tun hat oder mit Wurzeln, findet vor dieser Trägerplatte statt. Und somit können wir auch mit unserem System jegliche Ängste der Planerinnen und Planer nehmen, dass das Gebäude daran Schaden findet, wenn natürlich der Efeu sich auch ein bisschen verbreitet. Nee, das ist super so, das wollen wir so. Und das lässt sich mit den entsprechenden Systemen wunderbar regeln. Also bodengebunden aus dem Boden raus, wandgebunden aus der Fassade raus. Immer auch eine Gestaltungsfrage. Eine Kletterpflanze, die macht so ein bisschen Free for All, verteilt die sich im Gebäude. Wenn ich wandgebunden arbeite, kann ich wirklich viel kleinteiliger mit einer viel höheren Anzahl Pflanzen gestalten. Schön. Jetzt hast du was ganz Spannendes gesagt mit dem Beispiel von dem Parkhaus. Es ist ja wirklich das absolut architektonisch, ist das ja so unsexy. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wird so richtig üppig grün gestaltet. Das ist zum einen schön von außen, ist aber auch schön, wenn ich mein Auto abstelle und das Gefühl habe, ich stehe eigentlich im Wald. Schön. Und was ich jetzt auch so zwischen den Zeilen gehört habe, beziehungsweise wie ich mir das gerade vorstelle, wir haben ja auch schon im Landschaftsbau diese Wurzelgitter, ne, dass man, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie man es professionell nennt, aber diese Schutzwalle, dass die Bäume nicht
in die Häuser reinwachsen. Und eigentlich kann man sich das bei der Fassade genauso vorstellen, dass es getrennt ist, dass eben die Pflanze nicht in die Fassade wächst. Also braucht man sich da keine Gedanken machen. Noch eine Frage, gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, da macht eine grüne Fassade absolut keinen Sinn? Ich mache mal andersrum. Wo ich einen riesen Sinn sehe, was meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht wird, sind so Logistik-Lagerhallen. Das sind hässliche, kubistische Leichtbauweisen, die überall an unseren Autobahnen rumstehen, die keine Fenster haben, die sich extrem aufheizen. Also ich war mal in der Planung beteiligt mit so einem Ding. Die haben wirklich an der Südfassade, in so einer Alu-Dibond-Fassade, hey, Temperaturen von 70, 80 Grad. Das ist völlig absurd. Das strahlt die ganze Hitze natürlich auch ab. Und zusätzlich, um da drin arbeiten zu können, in so Logistikhallen, müssen die ja technisch runtergekühlt werden, dass da drin eine Arbeitsatmosphäre irgendwie, keine Ahnung, 20 Grad herrscht oder 22 und so. Und dann denke ich mir immer, warum wird nicht jede Logistikhalle dachbegrünt? Das passiert schon, das findet schon statt, das ist super. Aber zusätzlich noch die Fassaden einfach mit Kletterpflanzen. Das ist eine kosteneffiziente Nummer. Man muss ein bisschen mit der Statik gucken, weil die so leicht gebaut sind, die Hallen, dass da wenig Traglast drankommt. Aber das kriegt man auch in den Griff. Und so könnte jede dieser Logistikhallen, die könnten grün sein. Und da sehe ich einen extremen Mehrwert für den Eigentümer, für die Kühlleistung. Weil gehen wir davon aus, dass plötzlich die Fassaden sich nicht mehr so aufheizen und plötzlich kann ich dann einfach meine Kühlgeräte runterfahren und spare Strom, spare Energie und das wiederum finanziert so eine Fassade. Und gleichzeitig sieht es einfach viel besser aus, weil die Hütten sind ja riesig und ja, jetzt kein Augenschmaus, sage ich jetzt mal als Architekt. Und was du angesprochen hast, die Parkhäuser. Ich selbst habe kein Auto, ich sehe mich auch kein Auto besitzen. Für mich sind es Skelette, die irgendwo in unseren Städten rumstehen. Es gibt natürlich auch schön gestaltete Parkhäuser, die haben absolut ihre Berechtigung. Und ich sehe ja auch den Nutzen von Parkhäusern, aber der Bau ist so technisch, der wäre so einfach zu begrünen. Wir machen das, das ist für uns ein ganz wichtiges Arbeitsfeld. In Köln haben wir ein Parkhaus begrünen dürfen, das 2000 Quadratmeter Grünfläche bringt. Und das ist ein riesen Kühlaggregat eigentlich. Wir haben unseren Kunden, den Investor, dann überzeugen können, das Dachwasser zu nutzen, dass jetzt kein Frischwasser das Ganze bewirtschaftet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sondern dass eben das Regenwasser, das auf dem Dach eh anfällt, genutzt wird, gespeichert wird und in die Fassade gebracht wird. Und plötzlich sparen wir Abwasser, weil der Bauherr halt sagt, hey, ist doch super, wir können das Wasser ja direkt für die Pflanzen brauchen. Wir sagen, ja, genau, das haben wir von Anfang an gesagt. Wir verdunsten das Wasser direkt vor Ort. Das kühlt quasi direkt die Umgebung und die Autos sieht keiner mehr, weil sie einfach hinter einem, so wie du sagst, hinter einem Wald weg sind. Das ist doch genial. Und wo es schwieriger wird, weil du gefragt hattest, ich glaube, jeder kann sein Haus ein bisschen begrünen. Das muss kein großes Gebäude sein. Jedes Einfamilienwohnhaus kann mit einer süßen kleinen Kletterhilfe eine tolle Atmosphäre schaffen mit einem wilden Wein oder mit einer Wisterie oder keine Ahnung. Das sieht ja auch toll aus. Man stellt sich so ein Gründerzeithaus vor, wo eine Pflanze hochrankt. Das ist doch genial. Und wenn das einfach professionell gemacht wird, mit einer Kletterhilfe, anständig vom Gebäude getrennt, vielleicht sogar einen kleinen Bewässerungsschlauch unten eingeworfen, dann kann da jeder effizient begrünen. Ob es dann eine Fachfirma wie uns braucht, denke ich gar nicht mal, sondern das kann man auch selbst machen. Von dem her gibt es eigentlich keinen Bautypus, wo ich sage, das ist kategorisch ausgeschlossen. Wir haben schon die wildesten Sachen begrünt, von der Schule über ein Parkhaus, über irgendwelche Technikeinhausungen, die auch keiner sehen sollte. Also die Einsatzmöglichkeiten sind ewig. Cool. Wunderbar. Das heißt, ich habe zwei spitzfindige Fragen für dich mitgebracht oder die mich sehr umtreiben. Thema gesundes Bauen, wenn man das mal gesundes Bauen, wenn man das mal so nehmen will. Einer hat es eine super Vorlage gegeben. Aktuelle Klimasituation. Ne? Wir haben hier irgendwie im Sommer mit starker Trockenheit zu kämpfen und im Frühling, Winter mit starken Regengüssen. Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt habe ich so eine grüne Fassade. Muss ich die jetzt super aufwendig pflegen, sodass die im Sommer mir eben nicht vertrocknet, beziehungsweise im Winter, dass die mir nicht im Frühjahr, Herbst absäuft? Und das kostet am Ende wieder super viel Aufwand, Energie, Zeit, Strom, Geld, was auch immer. Wie ist da deine Antwort zu? Ich bin der Meinung, eine anständige große Fassadenbegrünung, jetzt nicht bei irgendeinem Einfamilienwohnhaus, das gießt du mit der Gießkanne, aber jede professionelle Fassadenbegrünung braucht eine Bewässerungsanlage, ganz klar. Das hat vor allem mit dem Sommer zu tun, du hast angesprochen, ich kann ja nicht jeden Tag dann literweise Wasser reinkippen, sondern wir machen das ganz bewusst zu Morgenstunden, wo jetzt noch keine Hitzeeinstrahlung ist, lassen wir unsere Anlagen bundesweit laufen.
um einfach so der Pflanze einfach einen guten Start in den Tag zu schaffen, wenn dann extreme Hitze auf sie einwirkt. Also ja, es braucht eine Versorgungsanlage. Was den Einsatz von Energie angeht, ist das völlig überschaubar. Also jede Waschmaschine braucht mehr Strom als unsere Versorgungsanlagen. Du musst dir vorstellen, da springt einmal kurz am Tag 10 Minuten eine Pumpe an. Das war's. Also das ist wirklich nicht so, dass das extreme Nummern an Strom braucht. Da gibt es andere Beispiele, die da einen viel energieaufwendigen Weg gehen. Da halte ich irgendwie da nicht viel davon. Aber eine Pumpe kurz zu betreiben, im Sommer vielleicht auch ein-, zweimal am Tag, wenn es extrem heiß ist, das ist überschaubar. Thema Wasser ist extrem wichtig für uns. Als Unternehmen, als Architekt bin ich davon überzeugt, dass in Zukunft solche Fassadenbegrünungen nicht mit Frischwasser, mit Trinkwasser bewirtschaftet werden sollten. Dazu wird es immer knapper. Wir haben echt andere Themen. Wir brauchen das zum Trinken, wir brauchen das für uns. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, es gibt Regenwasser, es gibt auch im Sommer genug Regen. Nur muss es gespeichert werden. Und jetzt mal, wenn man sich so eine Wetterkurve anschaut, dann im Jahr, wenn wir viel Wasser brauchen, regnet es einfach statistisch auch am meisten. Also die großen Gewitter in den Sommern, die sind auch super, die können wir nutzen, um alle Zisternen voll zu machen, das Wasser im Gebäude, am Gebäude, unter dem Gebäude zu halten. Und dann an der Fassade zu verdunsten. Das entlastet unsere Kanalisation, weil dann plötzlich bei Starkregenereignissen nicht mehr alles rausgespült wird, sondern das wird einfach vor Ort verdunstet. Deswegen sind ja auch Gründächer, haben ja auch mittlerweile eine gewisse Anstauhöhe, ist auch super. Am Beispiel von dem Parkhaus in Köln machen wir das sogar teilweise so, wenn wir wissen, es kommt ein großes Gewitter, und es regnet, dann werfen wir die Bewässerung an, wo man jetzt erstmal sagen würde, warte mal, aber wenn es regnet, muss ich doch nicht bewässern. Doch, gerade dann fluten wir unsere Pflanztröge, unsere Kübel, um die Zisterne so weit wie möglich leer zu kriegen, um die wieder mit frischem Regenwasser zu befüllen. Also, dass maximal der Einsatz von Regenwasser genutzt wird. Und wenn man da, das ist alles digitalisiert, man könnte da so tolle Konzepte machen. Noch machen wir das ziemlich händisch, weil wir da einfach auch Spaß dran haben, uns auszuprobieren. Entschuldigung. Aber da könnte man so toll mit Regenwasser arbeiten und das ist ein ganz, ganz wichtiges Feld. Auch da sind wir in Forschungsgebieten unterwegs, um zu gucken, okay, ist nicht nur Regenwasser vielleicht da, wir könnten doch auch Grauwasser, also unser Duschwasser zum Beispiel nutzen oder vom Abwasch. Also da probieren wir gerade an verschiedenen Gewässern rum. In Frankfurt am Main zum Beispiel werden Teile der Bäume aus dem Main bewässert, weil die da auch sagen, hey, Frischwasser ist nicht mehr da für Stadtgrün oder wird immer weniger am Vogelsberg. Also ganz, ganz wichtiges Thema ist Wasser. Der Energiebedarf ist überschaubar. Und das Dritte, was wichtig ist, und das hast du auch so ein bisschen angesprochen, ist Pflege, also der Unterhalt von der Fassadenbegrünung. Im Garten schneidet man da auch selber mal zurück, das ist machbar. Wir als Unternehmen planen nicht nur Fassadenbegrünung, wir bauen nicht nur Fassadenbegrünung. Eigentlich das wichtigste Arbeitsfeld für uns beginnt danach, also der Erhalt von Grün. Jeder Garten, jede Parkanlage muss gepflegt werden und das ist nicht anders an der vertikalen. Unsere Gärtnerinnen und Gärtner arbeiten richtig damit. Wir sind zwei, dreimal an der Fassade selbst, pflanzen was nach, schneiden was raus, kümmern uns, bekämpfen Schädlinge auf biologische Art und Weise. Also es ist ein Aufwand, gar keine Frage. Aber natürlich muss sowas gewartet werden. Jede technische Anlage muss auch gewartet werden, dass sie effizient ist. Und ein bisschen ist es auch so mit einer Fassadenbegrünung. Also unseren Kunden bieten wir das an, zu sagen, hey, super, dass du dich für eine Fassadenbegrünung interessierst. Aber können wir nicht jetzt schon zu Beginn über ein Pflegekonzept nachdenken, dass da wirklich auch das immer funktionieren wird, auch wenn sowas vertrocknet ist, eine Brandlast, der Brandschutz fordert uns da auch ein bisschen raus, natürlich in der Pflege dabei zu sein und dann wird sowas ein Erfolg. Und also Wasser, Pflege und dann kriegt man sowas schon gewuppt, aber natürlich hat es auch mit Geld zu tun. Das kostet natürlich auch Geld, das ist aufwendig. Ich finde es toll, dass es immer mehr Städte, Kommunen in Deutschland gibt, die sowas fördern, also die dich als Eigentümerin von so einer Immobilie oder als Planerin, Planer, ja, unterstützt, dass nicht nur im Bau irgendwie finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, aber am Beispiel von Hamburg sieht man zum Beispiel, dass die auch den Unterhalt teilweise fördern. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade ein ganz wichtiger Weg, um die Sache mal ein bisschen lostreten zu können an der Fassade. Ich würde gerne gleich mit dir nochmal über die Pflege sprechen. Da habe ich nämlich auch noch eine Frage dazu. Kannst du auf das Beispiel von Hamburg nochmal genauer eingehen? Das klingt ja spannend. Die fördern das. Was bedeutet das? Kannst du das genauer Also sagen? als Beispiel, das waren Zahlen von den letzten Jahren. Ich müsste mal gucken, wie es für 2022 oder jetzt 2023 wird. Aber es war so, dass ich glaube, die Stadt Hamburg, wenn du sagst, hey, ich baue eine grüne Fassade oder auch grüne Dächer, da weiß ich jetzt nicht genau, wo da die Grenze ist, aber auf jeden Fall bei der Fassade sagen die, wir fördern das zu bis zu 50%. Sprich, deine Fassadenbegrünung kostet
100.000 Euro, das ist eine große Fassade, da kriegt man wirklich viel Grün. Und dann sagt die Stadt Hamburg, also wir zahlen davon die Hälfte. Und ein Argument zu sagen, die Kommune zahlt 50% von deinem Invest, das ist ja enorm. Die deckeln das zwar, ich glaube, bis zu 100.000 Euro, aber das sind die absoluten Spitzenreiter in Deutschland. Frankfurt macht ähnliches, Stuttgart macht ähnliches. Also jede Stadt hat da seine eigenen Programme, seine eigenen Budgets, die reichen mal von 1.000 Euro bis zu 100.000 Euro. Ist völlig absurd, was da für eine Preisspanne gibt. Und meines Wissens nach ist Hamburg mit die erste Stadt, die auch eben die Folgekosten, zumindest die ersten paar Jahre unterstützt. Ich weiß den Prozentsatz nicht, aber die auch quasi den Unterhalt dann bei so einer Fassadenbegrünung, wenn es eine professionelle Firma macht. Also das würde jetzt nicht für eine kleine Pflanze im Privatgarten reichen, aber für solche Themen, wie sie uns beschäftigen, da fördert die Stadt auch ein bisschen. Und das finde ich toll, dass die Töpfe von den Kommunen immer mehr werden, aber die haben auch ihre Klimaanpassungsstrategien und Maßnahmen und da ist Gebäudegrün, genauso wie Stadtgrün, immer dabei. Das ist gar nicht mehr wegzudenken. Und nochmal, wenn ein Baum gepflanzt werden kann, immer Bäume pflanzen. Das ist wundervoll, dass du das vorschlägst, weil da wäre ich jetzt selbst gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas schon gibt. Also das ist auch spannend, da mal wieder seinen Blick zu weiten und dann zu sehen, ah, cool, da gibt's schon was. Und klar, die Städte profitieren ja auch davon für das Stadtklima. Du hast vorhin von den 70 Grad Abstrahltemperatur von den Logistikhallen gesprochen. Das wirkt sich auf die ganze Stadt aus. Jetzt habe ich noch eine etwas spitzfindige Frage tatsächlich zur Pflege. Wir sind wieder hier, Thema Gesundheit, ne? Jetzt frage ich mich natürlich, müssen jetzt diese Pflanzen irgendwie synthetisch gedüngt werden, ne? Dass ich da wieder irgendwelche Substanzen einbringe, die ich eigentlich nicht einbringen will? Und wie ist es eigentlich dann mit Pestiziden oder Schädlingsbekämpfung? Also habe ich da meine schöne grüne Fassade, atme da aber die ganze Zeit die Pestizide ein? Wie ist das? Also, das sind wirklich wichtige Fragen. Frage 1, ja, da wird gedüngt, aber natürlich, also wir machen das durch über die Bewässerungsanlage. Du musst dir vorstellen, die Pflanze bei so einem wandgebundenen System, die hat gar keine Erde, die hat gar keine Umgebung, sich irgendwelche Nährstoffe zu nehmen. Und wie wir Menschen braucht eine Pflanze Wasser und Essen. So einfach ist es. Und wir machen das einfach durch die Bewässerungsanlage. Also bei jedem Bewässerungsgang geben wir auch Flüssigdünger mit dazu. Aber das sind alles natürliche Sachen, die jetzt keine Pestizide oder sowas beinhalten, weil wir natürlich der Pflanze nur das geben, was sie auch braucht. Wir können auch das Wasser, wenn es dann doch mal ein bisschen Frischwasser ist, weil einfach gerade die Zisterne leer ist, können wir auch ein bisschen ein kalkhaltiges Wasser über unseren Düngern ausgleichen und so weiter. Da braucht es die Gärtner zu entscheiden, was gedüngt wird, und was die Pflanze in dem Fall braucht. Und die Schädlingsbekämpfung, das läuft alles ohne Pestizide. Das ist absolut nicht mehr denkbar, dass man in der Öffentlichkeit, in der Stadt mit Giften arbeitet. Da sind wir meilenweit weg von. Nee, das ist total witzig. Auch da bin ich jetzt kein Experte. Unsere Gärtnerinnen und Gärtner, die wissen immer ganz genau was. Aber wir arbeiten da völlig natürlich. Beispiel, du hast Läuse an der Fassade. Jeder kennt es. Man hat mal vielleicht auch irgendwie im Basilikum Läuse. Das kannst du mit Marienkäfer ganz einfach lösen. Das heißt, wir bringen dann so kleine Säckchen mit Marienkäferlarven aus und die kämpfen dann quasi auf ganz biologische Arbeit für uns. Deswegen scherze ich manchmal, wenn wir Nematoden, so nennt sich das, haben, die man im Kühlschrank lagern muss. Wir haben so einen kleinen Nematodenkühlschrank. Das sind Millionen von kleinen Mitarbeitern, die für uns arbeiten und unsere Fassaden eben von Schädlingen zu nehmen. Aber es ist ganz normal, dass in jedem Garten hat man mal einen Schädling, den haben wir auch an der Fassade. Alles ohne Gifte oder Pestizide, das kann man absolut nicht denken. Das wollen wir auch gar nicht. Aber du hast auch mal einen Ausfall, das ist ganz normal, dass irgendwie mal Mehltau oder irgendwas in der Pflanze ist. Das ist okay, weil wir schneiden das zurück, das treibt neu aus. Dadurch, dass wir an so Fassaden echt eine hohe Dichte haben, werden Dinge auch mal ein bisschen sich verändern, ein bisschen ausgleichen, sodass du auch, wenn es eine Lücke mal geben sollte, können wir das nachpflanzen, austauschen. Also man arbeitet richtig mit der Fassade, und guckt einfach, dass die immer gut ausschaut. Wow, das ist cool. Das freut mich mit den Marienkäfer. Das habe ich selber schon zweimal ausprobiert. Einmal in meinem Garten und einmal auf einer biologischen Apfelplantage. Und das finde ich jetzt total cool, weil also mir kam das damals, das ist jetzt schon über 15 Jahre her, total wie ein Spleen vor, dass diese Bio-Landwirte das ausprobiert haben und dass du jetzt sagst, nee, völlig normal, machen wir auch in der Stadt an der Architektur. Cool. Vielleicht da noch ein kleines anderes Beispiel, sorry, wenn ich unterbreche. Ich bin mal, also wir haben unsere Teile unseres Büros auch fassadenbegrünt von außen, das zeigen wir gerne unseren Kunden, aber uns gefällt es einfach auch, dass die Schuppen und die ganzen Einrichtungen auch begrün sind.
Und irgendwann kam ich da mal letztes Jahr an die Fassade und dachte so, warte mal, irgendwas riecht hier ganz komisch. Das riecht so ein bisschen wie so eine Salatsoße, wo ich dachte, was ist denn jetzt los, gell? Und dann habe ich meinen Gärtnerkollege gefragt, der ein absolutes, also er hat Gartenbau studiert und ist ein Genie an der Pflanze, das kann man nicht anders sagen. Und ich so, du sag mal, André, was riecht denn hier so? Ja, ich probiere gerade ein neues Mittel aus. Wir haben mal Chili mit Zimt gemischt und das geben wir gerade durch die Anlage, deswegen riecht sie gerade. Weil er halt irgendeinen Schädling in der Fassade hatte, den er mit Zimt und Chili bekämpft. Und das fasziniert mich so im Gartenbau. Ich meine, ich bin Architekt, ich bin natürlich aufgewachsen in einer Gärtnerei-Umfeld, aber ich habe ja von Pflanzen weniger Ahnung als jetzt natürlich ein studierter Gärtnerin oder Gärtner. Und dass die auch Lust haben, damit rumzuexperimentieren, auf alles auf biologische Art und Weise und warum auch immer Zimt und Chili dann plötzlich durch die Fassadenanlage gibt, das fasziniert mich. Und das finde ich so toll, dass man da wirklich ganz andere Wege gehen kann. Und so riecht es halt auch ab und zu mal ein bisschen nach Salatdressing, was ich bis heute nicht genau verstehe, warum eigentlich. Aber er meinte, er war ganz begeistert, funktioniert anscheinend hervorragend gegen irgendeine Art Schädling. Ich kann jetzt nicht sagen, welchen. Schön. Ich habe es mal mit Knoblauch auskochen probiert, hat aber leider nicht funktioniert. Also ich bin die Blattläuse nicht losgeworden, aber alles hat gestunken. Na gut. Noch eine Frage. Gab es mal irgendwie eine Herausforderung oder eine Überraschung, mit der ihr zu kämpfen hattet und die ihr dann vielleicht auch irgendwie spannend und amüsant lösen konntet? Außen das Ach, die Salatdressing Herausforderungen, die wir wahrscheinlich. so kriegen, die sind zum Beispiel, die Herausforderungen sind meistens leider von unseren Kunden, die uns ein bisschen herausfordern. Also da passiert es immer mal wieder. Du musst dir vorstellen, wir sitzen bei Stuttgart, Ludwigsburg und haben bundesweit Projekte zwischen Kiel und Schwarzwald überall. Und wir können natürlich nicht immer vor Ort sein. Deswegen haben wir viel Technik in unseren Versorgungsanlagen und Sensoren, die uns Rückmeldung geben, dass wir hier aus dem Büro raus alle Anlagen in Deutschland steuern können. Und da passiert es dann schon mal, dass jemand halt irgendwie seinen Telekom-Vertrag nicht zahlt und deswegen ihm das Internet abgestellt wird und wir plötzlich im Freiflug denken, warte mal, warum haben wir keinen Zugriff auf unsere Anlage? Es geht natürlich alles mit Internet. Und da denke ich immer so, muss es denn sein, uns hier zusätzlich Ärger zu betreiben? Oder einmal, und das passiert auch, wir haben eine Fehlermeldung bekommen in unserem System, in einem Projekt bei Bielefeld. Der Durchflusssensor hat gesagt, hey, wir gießen, alles läuft, es ist Wasser da, aber die Sensorik, die Feuchtefühler in der Fassade selbst, haben dann gesagt, hey, hier ist alles trocken. Und dann rechnen wir natürlich eins und eins zusammen, sagen, warte, irgendwas stimmt hier nicht. Haben dann einen Kollegen vor Ort gehabt, der hin ist, und dann haben wir gemerkt, dass, ich glaube, eine Ratte oder irgendwas einen Tropfschlauch durchgebissen hatte. Aber einerseits freut es mich, dass unsere Systeme so funktionieren, dass die uns Rückmeldung geben, und gleichzeitig konnten wir dann reagieren. Das passiert natürlich auch, das ist Natur, da wird auch mal irgendwas angeknabbert von irgendwas, das ist einmal passiert. Das sind immer so die spannenden Herausforderungen, die natürlich auch ein bisschen nervös machen, wenn es im Hochsommer ist. Wir haben nicht Wochen Zeit, um uns über unsere Fassaden zu kümmern, wenn mal eine Fehlermeldung da ist. Also gerade bei den wandgebundenen Systemen, da musst du innerhalb von 48 Stunden reagieren, wenn mal was wäre. Aber bisher haben wir noch nicht eine Fassade verloren. Das Einzige ist Faktor Mensch, der hat manchmal kreative Ideen, dass er, oh, ich bräuchte mal kurz einen Wasseranschluss und zieht dann unseren Wasseranschluss. Wo ich denke, es ist doch relativ einfach kommuniziert, lass bloß die Finger davon, wir brauchen das. Das manchmal kriegst du ein, zwei Schweißperlen, aber es ist meistens Faktor Mensch und die Natur selbst, die behilft sich. Ich freue mich immer, wenn ich Vogelnester in den Fassaden sehe. Das ist irgendwie cool zu sehen, hey, da ist Leben und die Natur nimmt es auch an, dass da eine vertikale Pflanze herrscht, wo sie eigentlich ja nichts zu suchen hat. Aber so ist es schon ein unterhaltsamer Alltag, den wir so haben. Ich freue mich immer, auch wenn unsere Kunden natürlich begeistert sind. Manchmal ist es absurd, weil gerade das Kölner Parkhaus, da haben wir unseren Kunden gesagt, pass auf, vertraue uns, gib uns 3 Jahre und die Fläche ist komplett zugewachsen. Da arbeiten wir mit Kletterpflanzen. Und im Jahr 2 sind wir jetzt und letztens meinte der Kunde zu mir dann so, ey, warum zahlen wir euch eigentlich für die Pflege, für den Unterhalt? Das wächst doch, ist doch super. Und dann habe ich gesagt, ja, genau deswegen. Also natürlich nimmt ein Kunde nur wahr, dass es grün ist, aber was dahinter steckt, die ganze Technologie und wir sagen da zu uns ganz gern, wir sind Wachstumsmanager. Also wir helfen der Pflanze, alles zu haben, dass sie wächst und dass es wirklich auch zuwächst. Weil da gibt es ganz viele Beispiele, wo das einfach nicht funktioniert. Und dann meint er, ja, warum zahlen wir euch eigentlich Geld? Ich so, ja, genau deswegen, weil ihr ein tolles Ergebnis habt und so. Also es gibt schon immer wieder witzige Geschichten, wo ich mir denke, oh Mann, wie viel, und da tue ich meine ganze Architektinnen- und Architektenbranche mit dazu zählen, wie viel Unwissenheit da eigentlich noch bei der Pflanze ist.
gehört der Kirche auch dazu. Aber das beeindruckt dann manchmal schon, was eigentlich alles möglich ist. Und wenn man dann in den Menschen sieht, oh krass, das ist das echt und das funktioniert und das ist ja Natur und die Blicke, die hole ich mir dann mal ab und denke so, ja, das macht eigentlich Spaß in meinem Job, die erstaunten Gesichter nachher zu sehen. Ja. Ich kann auch bestätigen, dass in keinem der Büros, in denen ich gearbeitet habe und auch bei meinem Freundeskreis, zumindest wir nie drüber gesprochen haben, dass da irgendwer mal in einem Projekt involviert war, wo eine Fassade begrünt wurde, auch kein Dachgarten, gar nichts. Also grün hat immer nur eine Rolle gespielt dann im Landschaftsbau. Also habe ich einen Park oder einen Vorgarten, wo ich einen Baum hinstelle, aber in Bezug auf das Gebäude selbst, Fehlanzeige. Deswegen umso schöner, dass ihr euch da jetzt für einsetzt. Jetzt haben wir ja schon einige Punkte besprochen. Gibt es vielleicht jetzt noch eine Herausforderung, wo du sagst, die sollte jetzt ein Bauherr oder auch ein Planer vielleicht unbedingt auf dem Schirm haben, wenn er eben eine grüne Fassade machen will? Es gibt viele Herausforderungen, die nehmen wir aber unseren Kunden, unseren Planerinnen und Planern ab. Das haben wir alles im Griff. Ich würde mich freuen, wenn zukünftig mehr mit Grün entworfen wird. Also ich merke gerade, findet so eine Änderung statt. Es wird nicht nur noch mit Glas, Metall, Holz und Beton entworfen, sondern Grün, egal in welcher Art und Weise, ist jetzt mittlerweile auch eine Materialität geworden. Und das finde ich der richtige Schritt. Wie gesagt, ich finde es optisch, architektonisch nie spannend, wenn einfach nur so ein Bild aufgehängt wird auf einer Plattenfassade. Aber wenn man mit Grün entwirft, und das ist herausfordernd, gar keine Frage, aber wenn man da die Fachfirmen frühzeitig mit an Bord holt als Fachplanerinnen und Fachplaner, ich glaube, dann können ganz, ganz tolle Objekte entstehen. Und es gibt immer mal wieder, vielleicht kennst du die, so Zukunftsbilder, wie Paris 2050 aussehen soll. Und da ist wie so ein grüner Film drüber. Und das ist für mich als Architekt ist es gar nicht der Weg, wo ich hin will. Also das sieht zu, böse gesagt, wie so ein Schimmelfilm, der über einer Stadt ist. Das will ich gar nicht. Aber ich will Gebäude sehen, die mit Grün entworfen wurden. Ich brauche gar nicht futuristische, komische Türme, die gewunden und geschlungen und voller Lianen sind. Aber wenn man nach Singapur guckt, da wird Grün genommen als Fassadenelement und tolle Gebäude entstehen plötzlich. Und ich glaube, das ist die spannendste Herausforderung der nächsten Jahre, dass die Leuchtturmprojekte, die es jetzt gibt in Deutschland, die sind auch ganz wichtig, aber das muss jetzt in die breite Masse kommen. Und ich freue mich, wenn der erste soziale Wohnungsbau zum Beispiel mit einer toll integrierten grünen Fassade realisiert wird, wo Grün plötzlich nicht nur noch Luxusgut ist, wie in Mailand bei den grünen Fassadentürmen, die ja völlig, also das ist ein tolles Gebäude, aber das hat ja nichts mit einem normalen Lebensstandard zu tun, sondern die Pflegekosten sind so absurd hoch dort, dass viele Menschen uns das nicht leisten können, dort zu leben. Da wohnen Fußballstars, die wahrscheinlich das nötige Kleingeld haben. Aber ich freue mich, wenn das einfach massentauglicher wird, Grün. Und die Effekte, die wir anfangs besprochen haben, wenn die plötzlich für jeder Mann, jede Frau spürbar werden. Und dann, das ist eine Herausforderung, wo nicht nur ich als Unternehmer für Fassadenbegrünungen habe, sondern wo ich so ein bisschen ein kleiner Appell an die ganze Architekturwelt da draußen gebe, zu sagen, hey, nutzt das. Und es passiert schon. Letztens hat mich eine Architektin angerufen, die meint, ach Herr Müller, wenn wir in Wettbewerben schon nicht irgendwo ein Baumhausdach oder irgendeine Fassade visualisieren, müssen wir eigentlich gar nicht abgeben. Das fällt beim Preisgericht direkt durch. Und dachte ich so, okay, wow, da ist viel passiert. Also wenn ich an mein Studium zurückdenke, da wurde ich immer ein bisschen als Hochbauarchitekt ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich da mit grünen Entwürfen kam. Das war so, ja, Müller, mach du mal. Aber nee, das hat sich geändert in 10 Jahren. Und das freut mich und das ist jetzt die Herausforderung, dass viel Wissen weitergegeben wird übers Grün, dass die Planerinnen und Planer das gut einsetzen können. Ey, und dann entstehen lebenswerte Städte mit Grün. Es braucht natürlich andere Materialien, da ist ja dein Channel super dafür, einfach mal aufzuzeigen, was gibt's eigentlich alles. Aber dann entsteht da richtig was Tolles bei, wo wir dann uns in Zukunft in lebenswerteren Städten wiederfinden werden. Ja, super. Super, danke dir, Jonathan. Du hast jetzt eigentlich schon auch meine letzten 2 Fragen mit beantwortet. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Du hast jetzt da ein bisschen Bild aufgemacht und du hast eigentlich auch schon, ich frage ja immer, was sind deine Tipps für einen Bauherrn, wenn er gesund und uneingetauglich bauen will? Ist ja klar, er soll mit ganz viel Grün bauen. Er soll dann nicht an der Fassade rumfummeln. Und ich denke, du hast das alles ganz gut zusammengefasst. Ich sag dir danke an dieser Stelle, dass du uns einen Einblick ins Grün, ins Fassadengrün gegeben hast. Wir verlinken natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung alle Kontaktdaten zu dir, zu euch. Ich finde auch schön, ihr macht seit neuestem ja auch Instagram, da sieht man immer mal coole Projekte und denkt so, wow, was da alles möglich ist. Und das Schöne ist, dass man eben da auch sieht, grüne Fassade, das ist nicht einfach ein grüner Teppich, sondern total viel los, da sind bunte Akzente drin, mal ein bisschen rot, mal ein bisschen was Lilanes.
Und da ist richtig was los. Also es ist richtig kunstvoll. Also Jonathan, an dieser Stelle, danke für eure Arbeit. Danke, dass du hier im Gespräch warst, dass du dir Zeit genommen hast und uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Und ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Und wenn du als Fachfrau oder Fachmann im Bereich Architektur und Bauen auch endlich im kreislauffähigen und nachhaltigen Bauen beruflich erfolgreich wirksam werden willst, weil du wertvolle Gebäude für Menschen erschaffen möchtest und zeitgleich Zufriedenheit und Freude in deinem Beruf spüren möchtest, nur aktuell überhaupt nicht weißt, wie du es angehen sollst, ich kann dir zeigen, wie du deinen beruflichen Traum vom ganzheitlichen Bauen angehen kannst, und zwar auf der Grundlage deiner Potenziale, Fähigkeiten und beruflichen Wünsche, und wie du das Ganze dann auch schrittweise in die Realität umgesetzt bekommst, damit du für dich das vielleicht aktuell noch unmöglich Erscheinende möglich machen kannst. Falls das für dich interessant klingt, dann lade ich dich ein zu einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo wir schauen, wo du stehst und ob und wie ich dir helfen kann. Klick dafür auf den Link unten in der Videobeschreibung, trag dich ein für das unverbindliche Gespräch mit mir. Schön, dass du vorbeigeschaut hast, und wir sehen uns im nächsten gemeinsamen Video.